Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video über Unica City und zwar geht es um das Update V3R2. Das ist jetzt in etwa 6 Tage alt, plus minus einige Stunden. Letzten Samstag ist es erschienen, lang ersehnt von den ganzen Spielern auf Unica City. Wir sehen hier den Prism und den Fuzzleman, die das Ganze programmiert haben. Also es waren nur die beiden, soweit wie ich informiert bin. Hier haben wir jetzt halt noch so ein... Ja, eine kleine Ankündigung. Erst hat es das Team getestet, dann wurde es dann Abend für alle anderen zugänglich. Und ja, es gibt gute Sachen, es gibt weniger gute Sachen. Ich sag mal weniger gut, weil es ist ein Update, wo richtig viel passiert ist. Und dass da nicht alles reibungslos läuft, ist ganz normal. So, wir schauen mal rein in den Changelog. Bevor ich aber da reinschaue, möchte ich direkt schon mal zu den Bugfixes über das Update gehen. Nämlich, wir haben, ja, am Montag hat der Prism dann geschrieben, zum Restart ist dann aktiv. Also das sind jetzt alles Bugfixes sozusagen, die mit dem Update hinzugekommen sind. Also die Bugs wurden behoben, die hinzugekommen sind. Also beim Laser Attack wird nun das Geld abgebucht. Slash by Business funktioniert wieder. Der Error beim Abgeben von Müll auf der Müllhalde wurde behoben. Man bekommt wieder XP und Skills. Fehler beim Annehmen von Reports behoben, Verträge können nun gespeichert werden, Fahrzeuge explodieren nun bei Car Health, ja, 0, Fehler bei den Haustüren behoben, Fehler beim Pizzalieferanten behoben, es werden wieder Vote-Punkte beim Voten gutgeschrieben, das Waffentraining funktioniert wieder, Business werden wieder erkannt, also Besitzer und Lager, Lieferantenjob etc., mehrere Fehler beim Race-System behoben, das Shop-Menü öffnet sich wieder, wenn man etwas gekauft hat. Mehrere Fehler beim Shop behoben, Wasser, Lottoscheine, Hankies. Man bekommt nun bei jedem Wasser außer Trinkwasser und Getränken aus der Bar. Die Wahrscheinlichkeit auf Cholera ist auch eine neue Krankheit. Fehler beim Lieferdienst und Verkaufen von Häusern behoben. Spieler werden nun auch bei Cops mit plus 50 arrestet beim Tod. Und Anzeigefehler beim Perso ändern, vom Geschlecht behoben. Davon habe ich auch schon gehört und ja, mir ist vieles aufgefallen. Wie gesagt, das wurde schon mal alles gefixt von diesem Changelog, wo sich das mit reingebackt hat in den Code sozusagen. Ja, ich gehe mal hier so, ich scroll jetzt einfach mal durch. Ich lese es nicht vor, keine Angst. Ich glaube, das sind so an die 200 Zeilen. Ist auf jeden Fall ein ziemlich langer Code. Ich bin jetzt vielleicht bei der Hälfte. Und ihr könnt das euch alles selber nochmal im Detail durchlesen. Also die... Links werde ich in die Videobeschreibung posten. So, jetzt sind wir unten angekommen. 200 Zeilen, wenn wir jetzt die Leerzeilen weglassen. Und ich möchte jetzt einfach mal auf dem Server so ein paar Sachen probieren, die mich doch interessieren. Und vor allem, ja, ob die denn auch funktionieren. Wir sehen uns auf dem Server. So, da sind wir auch schon. Und... zwar habe ich jetzt hier gerade ein Navi an, weil da gab es eine kleine Änderung. Und zwar, wenn man jetzt mit dem Navi das Ziel erreicht, dann soll im Chat angezeigt werden, du hast dein Ziel erreicht. Okay, das funktioniert also schon mal. Des Weiteren soll man jetzt wieder Fische angeln können. Deswegen stehe ich auch an der Fischerhütte. Und ich habe gar keine Angel mehr gehabt. Aber wir probieren das jetzt, ob es geht. Ich sag vorweg, ich habe jetzt keine Struktur, in welcher Reihenfolge ich die ja, die ganzen Neuerungen oder Bugfixes da aufzähle. Ich habe die jetzt einfach nur der Reihe nach abgeschrieben, so wie sie in dem Forum-Post standen. Und jetzt schauen wir erstmal, ob da wieder ein Fisch... Ja, tatsächlich, man kann wieder angeln. Das ist ja schon mal richtig nice. Das gefällt mir schon mal. Man erhält die Teamspeak-Gruppen vom Team und YouTuber nach dem Resync. Also das finde ich auch sehr interessant, das werde ich jetzt aber nicht testen. Ich gehe auch auf die Sachen ein, die ich interessant finde. Also was zum Beispiel die ganzen Autos angeht, da, ich habe noch keins, interessiert mich noch nicht so. Der Verdurstungseffekt. Der verschwindet jetzt, wenn man vor dem Tod etwas trinkt. Und dazu gibt es direkt noch was anderes. Es wird jetzt unterschieden zwischen Wasser, was man aus Flüssen nimmt, oder Wasser, was man kauft in der Bar oder im Supermarkt. Denn wir haben jetzt hier die Chance, Cholera zu bekommen, wenn wir Wasser aus der Natur trinken. Das ist auch gleichzeitig eine neue Krankheit. Ich erkenne jetzt zwar nicht den Effekt selber, weil die, man ja nicht zwangsläufig Cholera bekommt. Aber das ist halt ja, ein Risiko, was hier eingeht, wenn ihr kein Wasser kauft.
So, man kann jetzt keine weiteren Jobs mehr neben dem Urantransport annehmen. Das bedeutet, meine Jobroute ist hinfällig. Ich wollte es eigentlich nicht ganz so nett ausdrücken, aber egal. Also sie ist im Arsch. Das heißt, ich werde jetzt auch wieder auf der Suche sein, eine neue Jobroute für euch zu finden. Oder auch für mich, ne? Und ja, das wird jetzt, glaube ich, ziemlich interessant, weil es gibt viele Möglichkeiten, dadurch, dass man den Urantransport nicht mehr nebenbei machen kann. So, was gab es noch neu? Pfandflaschen und Altpapier können nun auch verkauft werden. Also die Pfandflaschen, die waren ja in dem Supermarkt, konnte man die ja schon verkaufen, aber da gab es wohl auch einen Bug. Ich werde jetzt halt meine Pfandflaschen opfern, die ich hier habe. Wir laufen mal dahin und in der Zeit gehe ich auf die Punkte ein, die ich auf dem Server nicht zeigen kann. Also wie gesagt, Uranabbau ist jetzt nicht mehr möglich als Paralleljob sozusagen anzunehmen. Ihr müsst dann das Uranfeuer zum Atomkraftwerk bringen. Und da gibt es auch noch eine ganz, ganz wichtige Neuerung. Die kann mal wirklich sehr, sehr interessant werden. Nämlich, ihr müsst jetzt das Uran zum Atomkraftwerk bringen, damit immer Strom erzeugt wird. Das heißt, es kann der Strom der Stadt ausgehen. Ah, da haben wir noch eine Pfandflasche. Und dann wird es auch dunkler und dann kann man auch das Handy nicht aufladen. Das finde ich tatsächlich ist ziemlich cool irgendwie. Aber ich glaube, dass der Transport zum Atomkraftwerk immer noch sehr viel Geld einbringt. Deswegen wird da wahrscheinlich auch genügend gemacht. Aber ich bin mal gespannt, was da passieren könnte. So, jetzt weiß ich nur nicht den Befehl, ob das Cell Fund war. Ja, 144 habe ich jetzt bekommen. Ich hatte einen Stack und ein bisschen mehr. Gibt es einen Dollar oder zwei Dollar oder einen Dollar? Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel ich hatte. Jedenfalls, das funktioniert wieder. Das Papier, das muss man jetzt bei der Müllhalde abgeben. Ich gehe mal auch da schon auf hin. Und auch da weiß ich den Befehl gerade nicht, aber das testen wir einfach aus. So, was gibt es noch? Wenn man revived wird und in der Hölle gebrannt hat, dann brennt man nicht mehr nach dem Reviven. Also wenn man dann wiederbelebt ist, habe ich ganz oft auch in Dienst gehabt bei den Medics. Ich revive jemand, er brennt dann instant wieder, weil er in der Hölle gebrannt hat. Finde ich ganz cool. Ach, Moment, bevor wir jetzt dahin gehen, es gibt ja ein neues Transportsystem, nämlich man kann jetzt hier mit dem Bus fahren und man soll wohl in 3 Minuten über die ganze Map fahren können. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die Frage ist, wie ist der Befehl dafür? Da muss ich gerade nach. Linksklick. Linksklick, okay, aber ich weiß nicht wo. Bushaltestellen? Wie sind die denn dann markiert? Oder. Slash Bush. Die Frage ist, ob das dazu zählt als Bushaltestelle. Kann ich jetzt gerade auch. Ich hab's offen, Bussystem. Nächstliegenden Bushaltestellen fahren. Ja, Linksklick zu der Bushaltestelle fahren, Rechtsklick zeigt die nächstliegenden Bushaltestellen der jeweiligen Bushaltestelle an. Also warte mal, Linksklick. Aber wo drauf? Ach, vielleicht ist das vielleicht da oben. Alles klar, dann gehen wir doch mal zu Fuß und halten vielleicht bei der nächsten Bushaltestelle an, ob da irgendwie steht, was das nächste Ziel ist und oder wann der nächste Bus kommt. Ich nehme, da ist zum Beispiel wieder eine. Ich vermute mal, dass da vielleicht auch noch Probleme vorherrschen. Also es geht irgendwie nicht, aber ich finde es schon mal richtig nice, dass die jetzt einen Sinn machen, die vielen Bushaltestellen. So, das hatte ich schon mit dem Navi. Wenn man in die World Border läuft, ist ja vielleicht auch ein ganz wichtiger Hinweis, bekommt ihr Schaden. Also ein Herz Schaden bekommt ihr, wenn ihr da rein donnert. Ihr müsst es ja auch nicht tun. Die Border ist ja nicht umsonst da. Wer da jetzt halt reinbackt und nicht mal rauskommt, der könnte da sogar sterben, vermute ich mal. So, ja, Level-System. Das ist jetzt auch anders. Nämlich, wenn man genug EXP hat, muss man selber das Level up machen. Also, Moment, zeige ich euch mit slash buy.
Level oder slash Level Up. Seht ihr schon, ein Level Up kostet $1,200. Und das muss ich mir jetzt kaufen. Aber die Frage ist, wo kaufe ich das dann? Moment mal, Vote. Shop. Das sind die Kisten. Ich weiß gerade nicht. Oder? Ja, das ist ja schön, dass das so viel... Ach so, ich habe nicht genug Geld. Alles klar. Das erklärt einiges. Wir halten unterwegs einfach bei einer Bank an. So, was haben wir denn noch? Die neuen Fraktionsnamen wurden übernommen. Also, es gibt auch noch Teaminfo. Und dann kann man halt ein... Oder Teaminfo... Teaminfo... Volunteer, ja, weiß nicht, was man da bei Team eingeben muss. Den Name des Spielers oder den Teamnamen. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie die Teamnamen genau geschrieben werden. Krieg ich gerade nicht hin. So, wo laufe ich hin? Keine Ahnung. Wir wollten zur Müllhalde, genau. Das mit dem Navi hatten wir. Ja, eine Online-Spieleranzeige gibt es jetzt auch. Ihr seht es oben links bei mir durch die 50 Mod. Wir haben 206 Spieler online. Das steht jetzt aber auch hier unten drunter. 208, 207. Wahrscheinlich ist da irgendjemand im Vanish oder so. Das wird hier erkannt. Bei Tab, aber durch die 50 Mod irgendwie nicht. So, wir Medics können jetzt mit Check Health den Gesundheitszustand eines Spielers ansehen, was ich ziemlich cool finde. Das ist nützlich. Und wir bekommen auch wieder XP fürs Reviven mit einem 5 Minuten Cooldown pro Spieler. Wurde auch jetzt schon mehrmals angesprochen. Ich nehme aber mal, also viele vermuten dann, dass das wieder so zum Farmen genutzt wird. Aber ich glaube, wir sind eine Staatsfraktion und wissen uns da zu benehmen. Also ich spreche jetzt von mir. Und jeder, der es ausnutzt, wird wahrscheinlich auch gnadenlos bestraft. Genau, wir hätten dann hier das neue Gebiet und die neue Fraktion. Also, sehr interessant. Es wurde so viel gerätselt, aber tatsächlich ist darauf keiner gekommen. Die neue Fraktion ist eine irische Familie namens O'Brien. Ich kann da ja noch gar nicht so viel sagen. Also in etwa soll das wie die Mafia sein. Das kann hinkommen, so Waffenhandel, Drogenhandel, ich weiß nicht, Rotlichtmilieu. Und das ist das Gebiet. Ich bin gespannt, wenn das dann komplett implementiert ist und so nach und nach sollen dann auch die Funktionen dazukommen. Also die können halt noch nicht alles. Bin ich mal gespannt, was in diesem Gebiet abgeht. Wir sehen, dass es momentan noch sehr ruhig hier zugeht. Da fällt mir gerade ein, die haben doch hier auch die Bankautomaten hinzugefügt. Das stand auch in dem in der Changelog drin und die Bank. Wir suchen sie gerade. Oh, das ist aber dunkel. Ah, da war sie doch, genau. Das heißt, das müsste jetzt gehen. Nee, warte, ab. Buchen. Okay. Der Bankautomat ist irgendwie noch nicht drin, der hier drüben. Okay, seltsam. Dachte ich, ich hätte das gelesen, aber vielleicht habe ich es auch irgendwie verwechselt oder vertauscht. Oh, guck mal, wir haben jetzt auch eine U-Bahn. Das gucken wir uns dann ein anderes Mal an. Ist das noch größer geworden? Es kommt mir gerade so vor, aber ich glaube, das täuscht. Hier waren die Garagen. Habe ich auch schon eine ausführliche Führung gemacht durch dieses neue Gebiet. Ich finde es schick geworden. Richtig gut. So, komme ich da raus? Ja. So, weiter auf dem Weg zur Müllhalde. Wir sind ja gleich da. Es gibt was ganz Cooles für zu Hause. Aber das testen wir dann gleich, sobald ich da bin. Jetzt ist die Frage, wir haben
Altpapier. Also Papier. Slash. Ich bin nicht auf der Müllhalde. Ich bin ja wohl doch auf der Müllhalde, aber vielleicht muss es hier bei Holz hin. Oh, cool. Man kann jetzt auch das Papier loswerden. Das hat natürlich mal gar nichts gebracht. $1. Wie viel waren's? Ich habe schon wieder nicht auf die Anzahl geguckt. Aber dass es geht, das heißt, das geht. Ich würde mir eigentlich noch wünschen, eine Biogasanlage, wo man dann auch so vom Holzfäller die Setzlinge los wird oder auch vergammeltes Essen oder giftige Karotten, giftige Kartoffeln etc. Das wäre natürlich noch ganz cool, aber geben wir uns erstmal zufrieden mit dem, was hier jetzt alles schon dabei ist. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Es ist nie möglich, einen Patch rauszubringen, der komplett getestet wurde und wo keine Bugs mehr enthalten sind. Also falls ihr euch da so sehr beschwert haben solltet, beim nächsten Mal denkt da mal einfach vorher nach, bevor man sich da so über alles aufregt, was hier versucht wird, irgendwie für die Spieler interessanter zu machen. Andererseits hätte man den Server auch einen Monat auf Beta-Test stellen können. Ne? Mit, keine Ahnung, nur 50 Leuten. Das will ja auch keiner. Von daher schreibt einfach die Bugs im Report, im Forum, wo es hingehört und hofft, dass es schnellstmöglich behoben wird. Also rumhaten im Forum bringt einfach nichts. So, das dazu. Wir gehen mal nach Hause und prüfen jetzt diesen Lieferdienst. Es ist jetzt auch so für uns Medics. Ich finde das richtig gut. Wir kommen, also es kann immer noch passieren, aber Leichen von Hitmans, die durch Explosionen zerfetzt sind oder die von Explosionen getötet wurden oder eben durch Hitmans, die werden jetzt mit einem grauen Totenkopf dargestellt. Das heißt, wir Medics können jetzt unterscheiden, ob das eine normale Leiche ist oder eine Hitman- oder Bombenleiche. Das bedeutet, dass man aus Versehen eine zerstückelte Leiche durch eine Bombe wiederbelebt, ist jetzt geringer. Ich will nicht sagen, dass es nicht trotzdem vorkommen kann, wenn einer nicht genau hinsieht oder farbenblind ist. Ich weiß doch gar nicht, wie die graue Leiche gerade auch aussieht, also dieser Totenkopf. Muss ich halt jetzt auch drauf achten, um dann zu wissen, okay, die ist dunkler als die normalen Leichen. Nicht revived. Aber ich finde es gut, dass es drin ist. Es ist wohl nicht möglich gewesen. Aha, Briefkästen. Es ist wohl nicht möglich gewesen, das komplett zu unterdrücken, den Befehl. Oder hätte jetzt zu viel Aufwand gemacht für das Update, so wie ich mitbekommen habe am Rande. Egal. So, das User-Berben-User-System ist nur für Level 2er verfügbar, um Betrug zu vermeiden. Ja, finde ich okay. Mit Team-Infocam hatte ich schon. Wasser hatte ich schon. Die Serverzeit ist jetzt wie im Real-Life angepasst nach einem Algorithmus. Ich schau mal raus. Es ist hier, ja, die Sonne ist doch noch recht weit oben. Wir haben es 19 Uhr. Es kommt noch hin eigentlich. Also es ist noch nicht am Dämmern draußen. So, zu der Familie O'Brien mache ich nochmal ein extra Video, wo ich auch wieder so ein bisschen spekulieren und auch so auf die Fakten drauf eingehe. Und ich werde mich da mal so ein bisschen schlau machen über die irische Mafia, um das vielleicht auch mal so ein bisschen als Porträt zu bringen in einem extra Video. So, gehen wir aber jetzt nochmal hier / Lieferdienst ein. Ich kann zu diesem Haus nichts bestellen, ich miete doch hier. Kann das vielleicht nur der Wohnungseigentümer oder Hauseigentümer. Das tatsächlich habe ich so nicht rauslesen können. Aber eigentlich bin ich durch. Ich schau noch mal kurz. Teamspeak-Gruppen, genau. Verdurstungseffekt. Das Job mit dem Altpapier. Ja, mit dem Bus ist halt blöd. Das hätte ich gerne getestet. Ein Herzschaden. Ich glaube, ja, und Level Up. Das probieren wir noch zum Schluss. Wird ein bisschen längerer Part, aber ist auch ein großes Update. Ich dachte eigentlich, ich komme so auf 2 Videos, wenn ich über das Update, Videos mache. Aber ich habe gemerkt, dass ich doch mit vielem noch gar nichts anfangen kann. Also wie es jetzt mit den Neuerungen ist, weil ich es noch gar nicht hatte im Spiel. Ich weiß zum Beispiel nicht, was bei den Cops abgeht. Die haben wohl ziemlich viel cooles Zeug bekommen oder FBI auch. Ich habe damit halt nichts zu tun und deswegen kann ich es nicht einschätzen. Abheben 2500. Wenn ich überhaupt so viel Geld habe. Ah, das war hier abbuchen, richtig.
Okay, so, und jetzt Level ab. Jawoll. Und mir wurde... Cool. Ich bin jetzt Level 9. Und wenn ich jetzt warte... Du benötigst noch 9209 XP zum nächsten Level. Richtig cool auf jeden Fall. Also das haben wir dann auch nochmal probiert. Mit den Bushaltestellen ist halt ein bisschen schade. Aber okay. Wir werden es sehen in den nächsten Tagen. Also wie gesagt... guckt euch das alles auf dem Server selber an und ich habe es nochmal in die Videobeschreibung gepostet. Da findet ihr einen Link zum Forum mit dem kompletten Changelog. Und ich glaube, wenn ihr da mal so euch ein paar Minuten nimmt, das genauer durchliest, was für euch interessant ist, denkt ihr doch, dass es ein ganz cooles Update ist. Also ich bin der Meinung, dass es okay ist. Ja, das mit dem... Also das Einzige, was mich jetzt stört, ist natürlich mit dem Uran-Job. Dass man den jetzt komplett abgeben muss zum Atomkraftwerk, bevor man wieder einen neuen Job anfangen kann. Also nicht mehr parallel. Das heißt ja, meine Jobroute ist komplett hinüber. Aber alles andere, finde ich, ist ganz gut. Und über viel kann ich auch noch nicht urteilen, da ich noch nicht so lange dabei bin und auch nicht weiß, wie es den anderen Fraktionen geht. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Part auf Unica City. Link in der Videobeschreibung. Tschüss.